Willkommen zu einer weiteren Folge von Sinking City. So, was haben wir heute? Wir haben heute hier mal einen neuen Fall bekommen, und zwar hier. Unverhoffte Einladung. Sie haben gute Arbeit geleistet, Mr. Reed. Ich erwarte Sie im Devil's Reef Motel. Das haben wir bekommen. Da kam so ein blaues Portal. Und dann kam auf einmal dieser Vandenberg in diesem blauen Portal. Als ich beim letzten Mal irgendwo auf der Straße war, in der Nähe von Mr. Carpenters zu Hause, genau, da war das. Ich dachte, ich gehe da hin, nehme auf und auf einmal kommt ein blaues Portal und das ist anders da und ich kriege auf einmal dieses Schreiben. So, ich soll ins Devil Reef Motel kommen. Also, und da sind wir jetzt auch hier. Oh, sieh dir, Devil Reef Motel. So, jetzt muss ich in mein Zimmer wohl irgendwie mal finden. Die Tür gibt nicht nach. Aber bevor ich natürlich in mein Zimmer gehe, möchte ich gerade mal schauen. Da gab es nämlich immer noch ein paar Sachen. Oh yeah. Aber das sieht alles gut aus. Das sieht ja blendend aus, ey. Da ist mein Zuhause. Oh nee. Ja, hallo, Sir. Wie ist das möglich? Endlich, Mr. Reed. Ich habe von Ihrem letzten Fall gehört. Gratulation. Sie haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Gestatten Sie mir jedoch eine Frage. Nö. Eigentlich müsste ich dich töten dafür, dass du sie vorgegeben hast. Nein. Gestatten Sie mir eine Frage. Wie kann es sein, dass Sie noch am Leben sind? Tja, was soll ich sagen? Das nächste Mal sollten Sie darauf achten, dass Sie die Sache auch wirklich zu Ende bringen. Ich war es nicht, und das wissen Sie. Der ganze Mist. Für einen Mord, den es nie gegeben hat. Aber die Polizei sah das nun einmal anders. Sie hatte alles, was sie brauchte. Ein Opfer, einen Tathergang und einen Schuldigen. Sie haben mich hinters Licht geführt. Sie Mieser! Ich habe lediglich Mordopfer gespielt. Was darauf folgte, stand nicht in meiner Macht. Ich werde Sie... Was? Umbringen? Es wäre zwar amüsant zu verfolgen, wie Sie ein weiteres Mal für einen Mord im Gefängnis landen, aber ich fürchte, wir haben Wichtigeres zu tun. Was meinen Sie damit? Sie wissen genau, was ich damit meine, Mr. Reed. Die Prophezeiung. Das Siegel. Sie sind da in eine Sache von großer Tragweite hineingeraten. Aber eins nach dem anderen. Was Ihren Fall betrifft, Ihre Kurzsichtigkeit hat mich überrascht. Warum, Charles? Warum haben Sie den armen Mr. Byers der Polizei zum Fraß vorgeworfen? Er ist der Schuldige. Es hieß entweder er oder ich. Er ist der Schuldige. Hat's ja getan. Er ist der Schuldige. Er hat schließlich abgedrückt. Ach, hat er das? Sie haben sich in dieser dahinsiechenden Stadt auch die Hände schmutzig gemacht, Charles. Wie würden Sie sich fühlen, wenn es Ihnen wie ihm erginge? Jedenfalls erachte ich dieses Experiment als Erfolg. Was Sie betrifft, Sie sollten es als einen Vorgeschmack auf Ihre ultimative Prüfung ansehen. Ich verstehe das nicht. Warum tun Sie das alles? Sie gehen auf die Finsternis zu, Mr. Reed. Und ich verhelfe Ihnen zu der Erfahrung, die Sie brauchen, um sich in der Finsternis zurechtzufinden. Jetzt ist die Frage. Beantworten Sie bitte meine Frage. Ultimative Prüfung erstmal. Hören Sie auf, in Rätseln zu sprechen, Johannes. Wenn Sie etwas von mir wollen, sagen Sie es frei heraus. Das tue ich. Sie hören nur nicht genau hin. Sie haben eine Bestimmung, die von großer Bedeutung ist. Ein Schicksal, das mit dem menschlichen Verstand nicht zu fassen ist. Es geht darum, mehr als nur ein Sandkorn im Universum zu sein. Es geht darum, Wellen zu schlagen und ein Ende zu setzen. Wem oder was ein Ende zu setzen? Allem und jedem. Vom ersten Augenblick an haben Sie in dieser Stadt Leid erfahren. Nun ja, tatsächlich erfahren Sie Leid seit Ihrer Geburt. Das Ende herbeizusehnen ist daher ganz natürlich. Aber im Gegensatz zu den vielen Millionen von Menschen vor Ihnen haben Sie die Macht, das Ende auch wirklich herbeizuführen. Sie können eine Prophezeiung Wirklichkeit werden lassen. Sie meinen doch nicht... Das Siegel von Cathegonar ist in Ihren Händen.
Sie sind im Besitz des Schlüssels zu den Toren und zu allem, was dahinter verborgen liegt. Es liegt in Ihrer Macht, sie zu schließen und das Elend der Menschheit für einige weitere Jahrhunderte zu verlängern. Oder sie zu öffnen und das Ende herbeizuführen. Sie werden Letzteres tun. Warum sollte ich gewillt sein, alles zu zerstören? Weil Ihr Leben sonst bedeutungslos ist. Wissen Sie, wie viele Auserwählte es schon gab? Namenlose Horden, nach Belieben unsichtbaren Meistern geopfert. Ähnlich all jenen, die die Mondfelder Flanderns mit ihrem Blut getränkt haben. Aber dieses Opfer, auf das Sie hier anspielen, war sehr wohl von Bedeutung. Schließlich haben wir den Krieg gewonnen. Dieser Sieg wird nur weitere Kriege gebären. Das Kämpfen gibt Ihrer Spezies scheinbar einen Sinn, so wie das Leiden. Sie alle sind wie Affen, die ihren offenen Käfig nicht verlassen wollen. Aber es liegt in Ihrer Macht allein, dies zu ändern. Sie können dem Kämpfen und Leiden ein für allemal ein Ende machen. Sie irren sich, und ich werde es Ihnen beweisen. Gar nichts werden Sie beweisen. Sie werden sterben. Und sobald der Zyklus von vorn begonnen hat, wird jemand kommen, der schließlich mutig genug ist, die Sache zu Ende zu führen. Aber ich werde Sie nicht fallen lassen, ob Sie nun meine Ansichten teilen oder nicht. Ihr Weg ist zu wichtig. Auch wenn ich auf Ihre Entscheidung keinen Einfluss habe. Wenigstens mit einer Sache haben Sie recht. Ein Archäologe lebt in dieser Stadt. Er steht kurz davor, das Geheimnis von Cathigonar zu lüften. Und Sie werden seine Hilfe brauchen, wenn Sie hineingelangen möchten. Sein Name lautet Joseph Hill. Reden Sie mit ihm und gewinnen Sie seine Gunst. Hier ist seine Adresse. Ist das Ihr Ernst? Sie schwingen hier große Reden und wissen selbst nicht, wie man Cathigonar betreten kann? Wenn ich es wüsste, würde ich wohl kaum mit einem Privatdetektiv zusammenarbeiten, oder? Das fühlt sich nicht richtig an, Johannes. Gar nichts von dem, was Sie sagen, fühlt sich richtig an. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen überhaupt Glauben schenken sollte. Wahrheit bleibt Wahrheit. Ob Sie sie nun glauben oder nicht. Sie können sie akzeptieren oder weiterhin mit Scheuklappen herumlaufen. Es spielt keine Rolle. Leben Sie wohl, Charles. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden, aber ich für meinen Teil werde Sie im Auge behalten. Und bitte verlieren Sie das Siegel nicht nochmal. Sonst waren all Ihre Mühen in dieser Stadt vergebens. Okay. Dann wollen wir doch mal losgehen. Rücken zur Wand, Fall abgeschlossen. Phönix aus der Asche, der neue Fall. Cool. So, und schauen wir mal. Dieses uralte Artefakt, das nicht von dieser Welt zu sein scheint, wurde von Robert Trockmongs Expedition vor der Küste von Oakmont aus der Tiefe des Meeres geborgen. Laut Johannes von der Berg wurmt dieses Gegenstand bei einem Versuch, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, eine tragende Rolle zu. Okay. Danke, Spieler. Keine Hinweise. Fallmappe. Leider, ich finde nichts aus der Asche. Wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Jetzt gehen wir erstmal hier das Gebäude verlassen. Dann checke ich wieder alles durch und dann geht's auch gleich weiter. Was sagen? Aber bevor ich jetzt das unterbreche, gehe ich erstmal hier gucken. Nicht, dass dann hier irgendwie was unten ist und einmal irgendwie ich was vergesse oder sowas. Aber das sieht alles soweit gut aus. Wir gehen hier raus und Königsrobe. Da hätte man auch mal früher sagen können, der Vogel. Also Leute, dann gehen wir jetzt noch einmal hoch, dann zeige ich euch die Königsrobe. Und dann gehen wir gleich weiter. So sieht die Königsrobe aus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sehe ich aus wie der, oder? Naja, ich bin aber kein Gelbträger. Ich bin ein Gangster cooler. So.
Kann nichts mehr tragen. Alles klar, wunderbar. Los geht's. Dann würde ich sagen, wir machen eine Unterbrechung und sobald ich weiß, wie es weitergeht, geht's auch gleich weiter hier bei euch. Also bis gleich. So, und jetzt sind wir hier angekommen, wo wir hin sollten. Hier seht ihr das schöne Haar. Wir haben hier eine Aufgabe gekriegt. Und da hat er uns ja hier diese Archäologen weitergegeben. Und da sind wir jetzt hingegangen, hier in der Hallock Street. Also in Ecke Hallock Street, Hale Lane. Jetzt habe ich's. Und der Lumpert Street. Und da sind wir jetzt. Haha. Oh, und jetzt gehen wir da mal rein und gucken, ob wir hier auch richtig sind. Er versuchte zu fliehen, aber mit nur einem Schlag wurde ihm das Genick gebrochen. Ich weiß nicht. Nö. Ab in den Keller. Schreckmomente. Hat das Ding gerade gezuckt? Oder liegen meine Nerven blank? Der arme Kerl starb an mehreren Bauchverletzungen. Ein heftiger Schlag und er war hinüber. Ja, trotzdem mal drauf fahren. Erst hauen, dann reden. So. Wir haben Wild Beast ganz schön getötet. Ah, lauf. Okay. Kommen die jetzt alle her? Ey. Mal kurz noch was machen. Da kann ich hier nämlich noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Wenn hier noch was rumliegt. Tropft noch einer. Ich würde am liebsten sagen, dem kann man mal ein Punkt geben. So, Entschuldigung, der war fies, ich weiß, aber ihr werdet ein Nachsehen mit mir haben, bitte. So, hier kommen wir nicht rein, da müssen wir noch hoch. Was war das? Was zum Henker ist jetzt passiert? Können wir noch kämpfen oder was geht hier ab? Boah, hei. Okay. Den Pflanzen nach zu urteilen, wurde diese Aufnahme irgendwo in Südamerika gemacht. Die Pflanzen nach zu urteilen, wurde da zu viel krank. Nee. Waren die ein bisschen zu arg, die Pflanzen für die Leute? Man weiß es nicht. Aber man kann ja mal nachfragen. So. Ja, schon ist wieder full.
So, also noch Munition. Und da haben wir hier noch, ich wurde in Joseph Hills Wohnung von einer Kreatur angegriffen, die wie ein tätowiertes Maya-Mädchen aussah. Ich habe auf sie geschossen, aber die Kugeln konnten ihr nichts anhaben. Zumindest gelang es mir, dieses Wesen zu vertreiben. Mhm. Zerknitterter Brief, das ist meine letzte Warnung, Junge. Wenn du diese selbstzerstörerischen Forschungen nicht unterlässt, werde ich eingreifen. Ich kann nicht tatenlos dabei zusehen, wie du immer mehr deinen Geist vernebeln lässt und deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Nur weil du diesen alten Mädchen über die Toten Glauben schenkst, das ist die Sache einfach nicht wert. Lass es bleiben oder du wirst ohne dein Erbe auskommen. Müssen, okay, das Erbe ist scheiße. Ich werde nicht zulassen, dass du mein Geld in deinen eigenen Tod investierst, okay? Lass mich ran, du bist der Held. Okay, hat wohl einer ein bisschen mit zu viel Maya gespielt. Ist sie weg? Haben Sie sie erwischt? Was zur Hölle war das? Ich bin mir sicher, dass ich sie erschossen habe. Aber dann ist sie einfach fortgerannt. Oh, Snap, wir stecken in Schwierigkeiten. Und mein Name ist Joseph. Tut mir leid, dass Sie da hineingeraten sind und danke. Charles Reed, tatsächlich bin ich wegen Ihnen gekommen. Wegen mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Was hat uns da gerade angegriffen? Sagen Sie mir alles, was Sie über dieses Ding wissen. Über dieses Mädchen, das uns attackiert hat. Das war Usha. Eine Maya-Priesterin, die nicht einmal der Tod bei sich haben will. Es lässt sich nur erahnen, welche unheilvolle Zauberei sie am Leben hält. Ziemlich ungewöhnlich. Selbst für diese völlig verrückte Stadt. Okay, warum war dieses Ding hier? Was könnte eine Maya-Priesterin hier wollen? Was ist an diesem Haus so besonders? Sie war hinter mir her. Usha hütet ein Geheimnis, das älter ist als die Menschheit selbst. Und sie will mich daran hindern, es zu lüften. Bitte stellen Sie mir diesbezüglich keine weiteren Fragen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Helfen Sie mir, Kathigona zu betreten. Ich brauche Ihre Hilfe, um Kathigona zu betreten. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Oh, ein hehres Ziel, aber Vandenberg... Johannes war derjenige, der mir von Ihnen erzählt hat. So wie von all den Dingen, die seit der Flut geschehen sind. Wirklich? Dann wissen Sie mehr, als ich dachte. Wir haben dasselbe Ziel, allerdings gibt es da ein Problem. Oh, was denn jetzt schon wieder? Welches Problem? Usha, die Maya-Priesterin. Sie war einst die Hüterin des Schlüssels zu den Pforten von Kathigonor. Und wir brauchen ihn. Mhm. Sie meinen das Siegel. Ich habe es. Sie müssen mir also nur noch sagen, wo man hineingelangt. Das Siegel? Sie haben es? Sensationell. Doch leider löst das nicht unser Problem. Sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe, Joseph. Usha war die Letzte, die den Weg nach unten geöffnet hat. Und sie bewacht ihn noch immer. Wir kommen nicht weiter, solange wir sie nicht beseitigt haben. Kann Usha irgendwie aufgehalten werden? Ich könnte sie aufspüren, aber was dann? Meine Kugeln konnten Usha nichts anhaben. Gibt es irgendetwas, womit man sie bekämpfen kann? Es gibt Mittel und Wege, dieser Zauberei zu trotzen. Ich will mich selbst dieser Mittel und Wege bedienen, aber ich weiß nicht, ob ich den Unterschlupf dieser Kreatur aufspüren kann. Aber sie ist doch zu Ihnen gekommen. Ja, aber sie hat mich völlig kalt erwischt und wollte mich umbringen. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und sie kam gerade noch rechtzeitig, um sie fortzujagen. Ich bin Privatdetektiv. Usha aufzuspüren sollte kein Problem sein. Aber wie werden wir dann mit ihr fertig? Versuchen Sie, Ihren Unterschlupf zu finden und sagen Sie mir dann Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich mich um einen Schutz gegen Ihre Zauber kümmern. Gemeinsam können wir sie besiegen. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die mir dabei helfen könnten, sie aufzuspüren? Ich weiß nicht. Sie trinkt Blut, um sich zu stärken. Dementsprechend muss es auch Opfer geben. Besser gesagt, Leichen. Allerdings gibt es in Oakmont aufgrund der Wildbeester und des Wahnsinns Leichen zuhauf. Da fällt mir ein, es gibt da ein Gerücht über einen Vampir im Bezirk Salvation Harbor. Na, das ist doch schon mal was. Johannes hat mir nichts über sie erzählt. Können Sie das nachholen, bevor wir weitermachen? Ihre Neugier ist nur allzu verständlich.
Die Tätowierungen in Ihrem Gesicht sind ziemlich ungewöhnlich. Haben sie eine bestimmte Bedeutung? Sie stammen von Indios, als ich einst einen alten Pyramidentempel im Dschungel aufgesucht habe. Sie symbolisieren Weisheit. Ihre Krankheit. Wie kam es dazu? Ich hoffe, sie ist nicht ansteckend. So wie viele Tropenkrankheiten wird auch diese von einer bestimmten Fliegengattung übertragen. Sie legen ihre Eier in den Brunnen des alten Maya-Pyramidentempels ab. Abergläubische Wilde mögen dies für einen Fluch der Götter halten. Aber wir sind doch kultivierte Menschen, nicht wahr? Ich habe die letzte Zeit so viel gesehen, dass ich Aberglauben nicht mehr grundsätzlich als Unfug abtue. Wenn Johannes Ihnen so sehr vertraut, dass er Sie mir empfiehlt, müssen Sie über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Nun ja, ich bin Archäologe und auch in der Alchemie und anderen eher unorthodoxen Wissenschaften bewandert. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, das Ende der Welt zu verhindern. Augenblick mal. Ich verbrachte Jahre im Dschungel und lernte dort von den Nachfahren der Maya, bis mich meine Krankheit zur Rückkehr zwang. Ich vermute, dass sich der Eingang von Xibalba unter Oakmont befindet. Sagten Sie Xibalba? Die Unterwelt. Sie bringt Katastrophen, Epidemien und den Wahnsinn über uns. Die grausamsten Götter der Maya wurden dort eingesperrt und können nur unter großen Opfern dort festgehalten werden. Man gab diesem Ort schon viele Namen und manchmal lässt sich die Wortherkunft zweifelsfrei klären. Aber Kathegonar, der Name gibt den Forschern Rätsel auf. Haben Sie vor, diesen Ort unterhalb von Oakmont zu betreten? Nein, um Gottes Willen! Dieser Ort muss für immer versiegelt werden. All das Unheil, das über Oakmont hereingebrochen ist, stammt von dort. Vermutlich haben Sie recht. Danke für diese tiefen Einblicke, Joseph. Sehr, sehr interessant. Hoppla. So. Also ich finde es schon sehr interessant, was hier war. Diese Artefakte der Maya wären in vielen Museen sicher die Hauptattraktion. Das ist auch eine coole Lampe, oder? So. Okay, da krümmt sich noch ein bisschen vor Schmerzen und wir sollten jetzt halt mal schauen, dass wir weiterkommen. Da geht es ja nicht mehr hoch, da ging es nur noch runter und dementsprechend haben wir ja, glaube ich, alles. Da kommen wir nicht rein. Also ich würde wahrscheinlich durch die Decke krachen irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal beim nächsten Mal weiter, wo es weitergeht. Wir haben jetzt erstmal hier erfahren, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Was denn natürlich ziemlich cool schon ist und was ich auch schon ziemlich cool finde, dass wir hier doch jetzt langsam, oder wie soll man sagen, das ja, mehr und mehr von Reed rausfinden, von dem, was auf uns zukommt und dass wir wohl hier über der Unterwelt sind, also über der sogenannten Hölle, was ich persönlich so cool finde langsam und ich mich jetzt schon freue, wie es weitergeht. Wenn ihr euch auch freut, dann denkt dran, jetzt zu liken, die Abo-Button zu drücken und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr beim nächsten Mal wieder seht, wenn das nächste Video hochkommt und ihr gleich dabei seid. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.